Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Heute nochmal ein Schnellvideo zum Thema Saugleitung, den Knoten. Masthof oder Zimmermannsknoten, einmal Schnelldurchlauf. Aber kurz eine wichtige Vorabinfo, eine Saugleitung, was macht das aus? Und vor allem der Saugkorb, was ist das Besondere? Da ist nicht viel Technik dran, aber das bisschen Technik, was wir haben, zeige ich euch ganz schnell, damit ihr Bescheid wisst, wie es läuft. Ne? Alles klar, los geht's. So, wie gesagt, wir haben hier einen A-Saugschlauch, hier mit einer Schnellkupplung. Das heißt, wir brauchen hier keinen Schlüssel. Wir können hier anfassen zum Festmachen des Saugschlauches. Das ist ein A-Saugschlauch. Und am Saugkorb unten, ne, man sieht schon vom Aufbau, man kann hier nicht flacher saugen, als dieses Gitterrost hier unten ist. Das heißt, man hat immer so ein bisschen Höhe, die Restwasser, der stehen bleibt, weil er dann auch Luft rum reinzieht. Ich habe hier mal ein bisschen Wasser reingekippt in den Saugschlauch. Und das hält dicht. Hier ist ein Ventil, ein Rückschlagventil. Dass die Wassersäule drückt das Rückschlagventil nach unten. Das verhindert nämlich, dass die Saugleitung sich leert, wenn man mal die Pumpe anhalten muss und gerade einen Saugbetrieb hat, irgendwo aus dem Teich Wasser zieht. Die Pumpe ausmacht, dass das Wasser nicht wieder rausläuft und nicht alles voller Luft ist. Beim nächsten Mal ansaugen muss die Pumpe wieder von vorne anfangen. Die ganze Luft raus, bis mal Wasser kommt. Ne? Also, das verhindert nämlich, dass Wasser rausläuft. Beweis kommt jetzt. Ich ziehe mal kurz die Ventilleine. Das soll ja ein Schnellfilm werden. Ich ziehe. Wasser kommt raus. Okay. Jetzt habt ihr das mal gesehen. Super. Kommen wir zum Knoten. So, wir machen das hier in unserem Knotenbock, sage ich mal. Also das empfehle ich auch jedem vielleicht, weil ich schon darauf angesprochen wurde. Wenn ihr einen handwerklich Begabten bei euch in der Feuerwehr habt, der das vielleicht nachbauen kann. Bei uns hat das ein Ulf gemacht. Super klasse. Wir haben jetzt hier eine Saugleitung draufgeschoben, einen ohne Schnellkupplung. Und dann werde ich jetzt hier gleich die Knoten für euch machen. Ne? Alles klar. Los geht's. Fangen wir an mit dem Mastwurf. Und einen Spierenstich hinterher. Und jetzt will man hier nochmal die Halbschläge machen, wenn die Kupplung hier sitzt und so weiter. Das war die eine Variante. Also man kann den Mastwurf auch in der Hand legen, gleiche Richtung drehen, schön große Schaufel in den Saugkorb machen. Spierenstich und weiter, ne? Das geht auch. Zweiter Knoten, der auch geht, ist der Zimmermannsknoten. Zurück. Nur dann hier schon den ersten Halbschlag. So. Und weiter. Okay. Noch eine Variante für den Zimmermannsknoten ist, und die Variante hat mir ein Kamerad gestern gezeigt, kannte ich auch noch nicht, da nochmal vielen Dank für, ist die Leine so zu drehen, viermal und dann einmal hier durchgreifen. Und dann hat man hier auch einen Zimmermannsknoten. Ne? Also ist der gleiche wie sonst auch. Ne? Und so weiter. Also ich hatte gesagt, man kann so hier eine Schlaufe machen und hier einen Leinenbeutel durchschmeißen. Geht natürlich auch. Aber die Variante ist natürlich viel eleganter. Man krempelt die Leine einfach hier so um. Und das kannte ich bis gestern auch noch nicht. Wie gesagt, für den Saugkorb Mastwurf oder Zimmermannsknoten mit Halbschlag gleich hinter. Dass die einzelnen Teile nicht, falls sie auseinandergehen sollten im Saugbetrieb oder wie auch immer, dass die sozusagen nicht verloren gehen, im Wasser wegtreiben, die Halbschläge nicht vergessen, an dem Ventil die Ventilleine befestigen. Alles klar. Das wäre es eigentlich schon. Soll ja ein Kurzfilm werden. Bis dann, euer Feuerwilli.